vor 30 Jahren noch war die Restaurierung eine Tätigkeit, die sich auf Einzelobjekte konzentriert hat. Heute, im Zeichen der Finanzknappheit, muss man sich mit anderen Konzepten beschäftigen. Also wir konservieren heute wesentlich mehr, als wir restaurieren. Das heißt, es werden bestandserhaltende Maßnahmen gesetzt, die in erster Linie eine Erhaltung der Kulturgüter sicherstellen müssen. Ein außergewöhnliches Depot des Museums für angewandte Kunst ist der Flakturm am Ahrenbergplatz im 3. Wiener Gemeindebezirk. Im Inneren des Betonmonsters der Nazizeit befinden sich nicht nur Meisterwerke der Gegenwartskunst, es wird auch als Experimentierfeld für Studierende der Studienrichtung Konservierung und Restaurierung der Universität für angewandte Kunst Wien genutzt. Derzeit restaurieren die Studentinnen der Angewandten eine frühe Installation von Bruno Gironcoli. Gerade bei der Festigungsarbeit fällt eine Besonderheit von der Installation ziemlich auf. Und zwar hat der Künstler absichtlich ein schäbiges Aussehen erzeugen wollen. Also hier ist eine originale Abriebstelle. Man sieht hier, dass ein gelber, vergilbter, transparenter Lack drauf liegt. Und da sind eben so kleine Ausbruchstellen in dem transparenten Lack, wo dann das blanke Metall zum Vorschein kommt. Ja, und hier ist eine Fehlstelle, die vom Künstler nicht intendiert ist. Man sieht da auch, dass es eine mechanische Beschädigung gegeben hat, die entweder bei Transporten oder bei einer Lagerung auf zu engem Raum entstanden sein könnte. Eng sind diese Räumlichkeiten hier nicht. Auf einer Gesamtfläche von 1400 Quadratmetern werden die Kunstwerke gelagert und einmal pro Woche der Bevölkerung zugänglich gemacht. Der ungewöhnliche Ort erfüllt nicht nur alle Voraussetzungen einer optimalen Lagerung, sondern ist auch bei den ausgestellten Künstlern sehr beliebt. Wie wir 93 eingezogen sind, haben wir die ersten zwei Jahre bis 95 haben wir Messungen durchgeführt. Also wir haben die Klimawerte genau erhoben und sind dann draufgekommen, dass man mit relativ einfachen Maßnahmen ein relativ stabiles Klima hier schaffen kann. Das ein sehr natürliches Klima ist, wo man keinen hohen Energieaufwand hat. Und eigentlich ist es ein, wie man sagt, ein Kirchenklima. Also die Besucheranzahl ist auch nicht so hoch. Es sind eigentlich gute konservatorische Bedingungen, um auch empfindliche Objekte hier zu lagern. Die Künstler sind, glaube ich, sehr zufrieden und begeistert, weil es ein besonderer Ort ist. Es ist kein normales Museum im herkömmlichen Sinn, sondern es ist eine Umpolung eigentlich von einem Kriegsrelikt in ein Friedensrelikt, also in einen aktiven Friedensort. Die prähistorischen Funde des Naturhistorischen Museums in Wien bedürfen einer besonders sorgfältigen Behandlung. Immer wieder müssen Tests für eine bestmögliche Aufbewahrung durchgeführt werden. Es ist immer unklar, ob Papiere säurefrei oder säurehaltig sind. Deswegen müssen sie getestet werden, bevor man die Funde hineinlegen kann. Dazu gibt es einen speziellen Schadstofftest. Bei dem werden die Kartons über einen Zeitraum von 29 Tagen einer Luftfeuchtigkeit von 100% und einer Temperatur von 60 Grad ausgesetzt. Das entspricht einer beschleunigten Alterung. Anhand von Indikatorplättchen aus Metall, aus Silber, Kupfer und Blei zeigt sich dann, ob ein Schadstoffgehalt vorhanden ist oder ob die Kisten unbedenklich sind und die Funde hineingelegt werden können. Der sogenannte Oddi-Test hat bewiesen, dass die prähistorischen Funde durch die nicht mehr zeitgemäße Aufbewahrung bedroht sind. Im Tiefspeicher des Naturhistorischen Museums werden die bis zu 3000 Jahre alten Gegenstände aus der älteren Eisenzeit gelagert. Silvia Calabis hat ein ganz neues Konzept für eine nachhaltige Bestandserhaltung erstellt. Darüber ist auch der zuständige Archäologe Hans Reschreiter begeistert. Das ist eine Perlenkette aus der Zeit um 600 vor Christus. Das ist eine Mischung aus Bernsteinperlen und Knochenperlen. Und ja, das ist die Schachtel, in der das Ding seit über 100 Jahren liegt. Und wie man sieht, das ist mechanisch absolut nicht stabil. Und du hast jetzt eben eine neue Variante vorgeschlagen, um das sinnvoll aufzubewahren. Deine Variante schaut so aus, dass man das Stück jetzt mit PE-Schaum stabilisiert.
Ja, und wie du geplant hast, da wackelt absolut nichts mehr. Und das Inventarschild ist oben drauf. Das heißt, man kann das Stück, also man muss es nicht mehr bewegen, um zu wissen, um was es sich handelt. Ganz im Gegensatz zum anderen Stück, das absolut nicht stabil ist. Ein großes Anliegen im Institut für Konservierung und Restaurierung unter der Leitung von Gabriela Christ ist die Sammlungspflege. Textilien sind besonders empfindliche Objekte, aber in den Sammlungen mengenmäßig am meisten vertreten. Dazu zählen Teppiche, Tapisserien, Stoffmuster, aber auch Kostüme und Modeaccessoires. Die akademische Textilrestaurierung ist relativ jung in Österreich. Erst seit 10 Jahren gibt es das 5-jährige Diplomstudium an der Angewandten. Die Studierenden und Absolventinnen leisten Pionierarbeit. Gerade auf diesem Sektor sind ein gutes Depotmanagement und innovative Konzepte notwendig. Aus vielen kleinen und großen Museen Österreichs werden Textilien nach Wien geschickt, um hier mit viel Know-how und handwerklichem Können restauriert zu werden. Für die sachgemäße Aufbewahrung ist die Auspolsterung besonders wichtig, um Falten und Deformierungen entgegenzuwirken. Die flache Lagerung in säurefreien Kartonboxen hat sich als optimal erwiesen. Hier verpacken die Studentinnen gerade Kostüme aus dem Burgenländischen Landesmuseum. Aber nicht nur an den Textilien nagt der Zahn der Zeit. Auch Gemälde müssen vor dem Verfall geschützt werden. Dieser Rahmen des Gemäldes ist leider mit Insekten befallen und deswegen werden wir diesen Rahmen jetzt begasen in dieser Folie hier. Die ist bereits präpariert mit einer Schweißnaht, sodass kein Sauerstoff hineinkommt. Die Folie selbst ist eine Spezialfolie, eine EVOH-Folie, die Sauerstoff eben nicht einfach hineinlässt und einfach hinauslässt, sondern eine Barriereschicht praktisch in sich hat. Wie funktioniert das jetzt? Es gibt einen Zulauf für das Stickstoffgas, das ist hier. Und dann werde ich den Stickstoff zulaufen lassen. Das Ziel der Begasung ist es, dass wir einen Restsauerstoffwert von maximal 0,2 bis 0,4% haben. Und dies erreicht man darin, dass man auf der einen Seite Stickstoff hinzufügt und mit einem Staubsauger auf der anderen Seite die Luft praktisch herauszieht, wobei eben mehr Sauerstoff herausgezogen wird, als Stickstoff hineingebracht wird. Revolutionär ist die Tatsache, dass wir diese Technik so weit perfektioniert haben, dass man jetzt tatsächlich überall vor Ort kleinere Kunstwerke, wie aber auch ganz große Kunstwerke, bis hin zu einer Kirchenkanzel, in diese Folien verpacken kann und direkt vor Ort begasen kann. Im Zuge der Konferenz Cultural Heritage Counts, die vom Österreichischen Kulturforum in Delhi initiiert und vom Institut für Konservierung und Restaurierung in Wien organisiert wurde, fanden auch Workshops zum Thema Textilerhaltung statt. Die indischen Textilien haben eine lange Tradition und werden wegen ihrer Farbenvielfalt und einzigartigen Herstellungstechniken in der ganzen Welt geschätzt und geliebt. Die Textilkunst ist so eine lebendige Form der Kunst. Es schafft so viel Arbeit, so viele Leute sind involviert. Egal ob Mann oder Frau, die ganze Familie, die ganze Gesellschaft. Die Weber, die es produzieren und die Verbraucher, die diese Textilien verwenden. Wenn wir zurückblicken in die Geschichte, so finden wir noch immer, dass unsere Textilien die bevorzugte Handelsware sind und weltweit geliebt werden. Mit Hilfe unserer Textilien können wir die ganze Welt erreichen und wir können Harmonie und Frieden schaffen, Liebe und Hingabe, was diese Künstler bereits Tag und Nacht einbringen. Dieses wertvolle Kulturgut gilt es zu bewahren. Da sind sich die indischen Fachkräfte einig.
sich mit den österreichischen Kollegen auszutauschen und neue Erkenntnisse mit nach Hause zu nehmen, ist für viele der Grund, an diesen Workshops teilzunehmen. Am Ende ist es für beide Seiten eine große Bereicherung. Das Wissen um die Techniken und um die Gestaltungsmöglichkeiten und die Tradition der Textilien ist bei den Teilnehmern enorm groß. Und da lernen wir sehr viel. Und wir haben jetzt schon wirklich interessante Sachen erfahren, die neu für uns waren. Was wir einbringen, sind mehr diese einfachen praktischen Dinge, wo wir mehr Erfahrungen haben, einfach wie kann man mit einfachen Mitteln, also auch mit wenig Budget, doch sorgfältig mit diesen Objekten umgehen, Textilien richtig lagern, Textilien richtig handeln und dazu eigentlich gar nicht riesen Ressourcen brauchen. Das Klima in Indien ist extrem. Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigen den Alterungsprozess von organischem Material. Diese Bedingungen begünstigen auch Schädlingsbefall. Österreichische Restauratorinnen, die sich jahrelang mit diesem Thema beschäftigt haben, geben ihre Erfahrungen an 30 Sammlungsverantwortliche aus ganz Indien weiter. Vieles war für die indischen Kollegen neu. Ich bin total überwältigt, muss ich Ihnen ehrlich sagen, über die Art des Unterrichts. Ich habe nicht erwartet, dass ich so viel lerne. Ich war schon bei vielen Workshops, aber dieser war absolut beeindruckend. Uns wurden die praktischen Dinge erklärt, wir haben aber auch schriftliche Unterlagen bekommen. Als Professorin an der Universität in Agra bin ich verantwortlich für die Textilsammlung. So wie uns erklärt wurde, mit den Objekten umzugehen, so sorgsam, das hat uns noch niemand gesagt. Sorgsam und liebevoll gehen auch die Künstler aus den indischen Provinzen mit ihren Materialien um, die sie im Nationalen Crafts Museum in Delhi verkaufen. Wir halten die traditionelle Technik aufrecht, genauso wie die traditionellen Farben und Muster. Aber gleichzeitig produzieren wir auch moderne Muster und Farben, die marktorientiert sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Europa mag keine grellen Farben. Aber wenn Sie in den Mittleren Osten schauen, dort mögen die Leute grelle Farben. Es reden auch viele Designer bei der Produktentwicklung mit, weil sie die verschiedenen Märkte studieren. Die Industrienation Indien geht mit der Zeit. Dennoch wird die Tradition aufrechterhalten. Es ist Aufgabe der Wissenschaft, hier Verbindungen über die Kulturen hinweg herzustellen. Und meine Erfahrung als Rektor einer Kunstuniversität war und ist es, dass der Kontakt mit unterschiedlichen Kulturräumen, mit unterschiedlichen Bedingungen, in denen Kunst entsteht, in denen Wissenschaft betrieben wird, unglaublich befruchtend ist. Zurück in Wien. Mehr als 100 Jahre war der Obeliskbrunnen im Schönbrunner Schlossgarten dem Verfall preisgegeben. 8 Jahre hat seine Restaurierung gedauert und über 3,5 Millionen Euro gekostet. Für Wolfgang Kippes kann das kein Konzept für die Zukunft sein. Die Restaurierung war sehr aufwendig. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, was passiert in Zukunft? Wir können uns nicht leisten, einen ähnlichen Verfall wieder in Kauf zu nehmen, den wir vorgefunden haben. Wir müssen endlich Modelle finden, wie wir dieses Objekt pfleglich instand halten.
Bei jeder Maschine ist das eine Selbstverständlichkeit, bei jedem Auto. Bei den elektrischen Anlagen da drin ist es auch gesetzliche Vorschrift. Das viel Wertvollere kennt heute überhaupt keine Tradition der Erhaltung. Das ist, glaube ich, das Ziel der Zukunft. Ein Grund mehr, mit unserem Kulturerbe sorgsamer umzugehen. Nachhaltigkeit heißt das Zauberwort. Mehr konservieren als restaurieren und permanente Pflege. Zukunft, glaube ich, machen wir heute schon oder wir sind daran, die Zukunft zu gestalten. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ich glaube nicht, dass die Zukunft so high-tech ausschauen wird und auch nicht mit den starren Richtlinien, die in der Vergangenheit vorgeschrieben waren, zu vergleichen sind, sondern dass wir individuelle Konzepte sehr kreativ auf einzelne Sammlungen abstimmen müssen. Das betrifft zum Beispiel ein Konzept für den Flakturm, das völlig unterschiedlich aussehen muss, wie zum Beispiel für ein Depot im Naturhistorischen Museum. Und wenn wir den Bogen weiterspannen, wieder anders aussehen muss, wenn es die Gartenskulpturen von Schönbrunn betrifft, die im Außenbereich sind. Also individuelle Lösungen und Konzepte für individuelle Sammlungen. Das, glaube ich, wird die Zukunft sein, die die Restaurierung mitzutragen hat.